Wir begrüßen euch, liebe Leute, zu einer neuen Folge. Heute mit einem hohen Besuch hier im Hause. Und zwar mit dem Geschäftsführer Daniel Hering von der Firma Werkzeugmanufaktur. Und es soll heute um das Thema Schneidstoffe wählen gehen. Aber da kannst du mehr dazu erzählen, deshalb dein Wort. Alles klar, vielen Dank, Daniel. Ja, heute geht es um das Thema Schneidstoffwahl, richtige Schneidstoffwahl für die Zerspannung. Bedeutet, wir haben ein paar Kleinigkeiten für euch vorbereitet. Es wird darum gehen, einmal weichen Stahl und einmal gehärteten Stahl zu zerspannen. Als Schneidstoffe zur Auswahl haben wir hier Hartmetall, Zermet und CBN, also kubisches Bornitrit. Und ich denke, das wird eine sehr spannende Geschichte, da wir auch ungeeignete Werkzeuge da einsetzen werden, wo sie im schlimmsten Fall vielleicht auch brechen. Keine Ahnung, das wissen wir jetzt noch nicht, das lassen wir mal auf uns zukommen. Auf jeden Fall bleibt spannend, bleibt dran. So, lieber Daniel, jetzt haben wir ja Hartmetall hart gedreht. Ich war jetzt quasi nur der Maschinenbediener. Bitte erzähl mal da was drüber, was ging jetzt hier genau ab? Also gut, gerne. Halten wir fest, wir hatten einen C45 gehärtet und dementsprechend mit 50 HRC plus, also ja, zwischen 50 und 52 HRC. Wir blenden jetzt hier mal einfach an der Stelle kurz ein, was passiert, wenn wir mit der Hartmetallplatte in gehärteten C45 fahren. Da sehen wir relativ deutlich keine besonderen Entwicklungen. Der Span ist vielleicht nicht ganz optimal. Das Ganze läuft aber einigermaßen ruhig. Man kriegt eine normale bis mittlere Oberfläche da dabei raus. Also eigentlich in Ordnung. Wir fahren hier gerade mit einer Zustellung von 1 mm. Also auch hier keine besondere Herausforderung. Die Platte ist eine 10MG 120408 aus Hartmetall beschichtet mit einer Titan-Aluminium-Nitrit-Beschichtung. Aber, und an der Stelle möchten wir jetzt einfach mal nach einigen Schnitten die Platte einblenden, was passiert mit dem Hartmetall. Wir sehen, eingeblendet, dass wir hier einen relativ starken Ausbruch haben. Was ist genau passiert? Wir hatten hier eine zu hohe thermische Entwicklung. Klar, wir haben alles trocken bearbeitet, keine Mindermengenschmierung. Natürlich auch keine Kühlung, was bei der Hartbearbeitung sowieso eher kontraproduktiv ist, weil so eine Hartmetallplatte ja auch thermoschockempfindlich ist. So, wir sehen hier einfach große, starke Ausbrüche und halten damit fest, bis zu einem gewissen Punkt ist Hartmetall für die Hartbearbeitung geeignet. Es ist aber nicht wirklich die optimale Lösung dafür. Dann gehen wir jetzt mal weiter und gucken uns mal die Zermet-Platte bei der Hartbearbeitung an. Da haben wir ja lustigerweise festgestellt, nach einigen Schnitten hatten wir so ein bisschen Probleme, was die Spannkontrolle anbelangt und auch was den Druck anbelangt. Unsere Schneide ist sehr schnell ausgebrochen, thermoschockempfindlich ohne Ende. Die Zermet-Platte mit Sicherheit die am wenigsten geeignete Platte zum Hartdrehen. Wir blenden euch an der Stelle mal kurz ein, welchen Spaß wir hier jetzt gerade hatten und schauen uns das mal an. Man sieht hier eine sehr, sehr deutliche Funkenentwicklung. Die Späne glühen, die Spankontrolle ist völlig für den Arsch. Darf man das so sagen auf YouTube? Das darf man so sagen. Ist völlig für, ja, ist einfach nicht sonderlich gut. Unsere Zermet-Platte ist extrem ausgebrochen. Wir blenden euch an der Stelle mal das Bild vom Mikroskop nach ein paar Schnitten ein. Das sieht schon nicht gut aus, wirklich nicht gut aus. Also halten wir fest, auch Zermet zum Hartbearbeiten gar nicht geeignet. Deutlich weniger geeignet als die Hartmetallplatte. Mhm. Gott sei Dank haben wir ja noch eine CBN-Platte, sprich kubisches Bornitrit, zur Verfügung. Dann schauen wir uns doch einfach mal an, was bei dem kubischen Bornitrit hier beim Hartdrehen passiert. Wir blenden an der Stelle jetzt mal das Video ein, was wir dazu gedreht haben. Man sieht hier keinen Funkenflug, eine saubere Spankontrolle, auch wenn wir hier auf der konventionellen Maschine ja, stabilitätsbedingt jetzt nicht die besten Bedingungen haben, tut die Platte doch ihren Dienst und arbeitet einigermaßen sauber. Schöne Spankontrolle, kurze Späne, keine langen Spanentwicklungen, was beim Hartdrehen ja eigentlich auch zu erwarten ist. Und wir blenden an der Stelle jetzt mal die verschlissene Platte nach ein paar Schnitten aus dem kubischen Bornitrit ein und sehen hier relativ deutlich
kaum Verschleiß. Eigentlich sieht die Platte noch so gut wie neu aus. Und an der Stelle kann man, denke ich, festhalten, für die Hartbearbeitung, die Platte, die erste Wahl ist tatsächlich das kubische Bornitrit, die CBN-Platte. Hier an der Stelle möchte ich vielleicht noch so kurz sagen, die CBN-Platte, die wir verwendet haben, hat einen Komplett-Blank, bedeutet, es sind keine Kurzblanks eingelötet, sondern der CBN-Blank ist einmal komplett durchgehend. Das ist ein bisschen, ja, nicht ganz alltäglich, das ist eher so die neuere Methode, wie mit CBN verarbeitet. Wir haben hier quasi einmal durchgehend die Verlötung. Hat den Vorteil, dass wir bei einer thermischen Entwicklung nicht so sehr das Risiko haben, dass sich das Lot löst und dass uns die Platte davon fliegt. Wobei, wer weiß, was beim Weichbearbeiten passiert und welche thermische Entwicklung wir da haben. Das genau. Sollten wir uns jetzt angucken. Richtig. So, jetzt haben wir das Hartdreher hinter uns. Jetzt kommen wir zum Weichdreher. Jetzt wird es spannend. Wir verwendet wieder die gleiche Platte unter der gleichen Schnittgeschwindigkeit. Und dein Wort, Daniel? Alles klar, besten Dank. Also, wir haben ganz klar gesehen, die Zermet-Platte und die Hartmetallplatte waren im besten Fall die zweitbeste Wahl beim Hartdrehen. Schauen wir uns doch mal an, wie das Ganze beim Weichdrehen aussieht. Wir gucken uns als erstes mal die Hartmetallplatte an und blenden an der Stelle mal das Video vom Überdrehen quasi ein. Wir haben auch hier wieder 1 mm zugestellt. Selbe Platte 10MG120408 mit der, ja, bekannten Beschichtung. Und überdrehen hier sehen, wir haben einen sauberen Schnitt, wir haben eine einigermaßen gute Spannkontrolle. Soweit es eben auf einer konventionellen Drehmaschine möglich ist, die Stabilität ist natürlich beschränkt. Aber zum euch das zeigen, denke ich, völlig ausreichend. Man sieht, die Platte ist dadurch oder dafür super geeignet. Wir können eine schöne Oberfläche herstellen, wir können ordentliche Zustellungen fahren. In aller Regel fahren wir hier so zwischen 160 und 180 Meter Schnittgeschwindigkeit, die wir hier nicht erreichen können auf der konventionellen Drehmaschine, und fahren mit einer Zustellung bis zu 5 mm. Man sollte vielleicht darauf achten, dass die Zustellung bei der Wendeschneidplatte größer ist als der Eckenradius. Das haben wir hier an der Stelle auch tatsächlich beachtet. Und genau, so, nachdem wir jetzt hier sauber überdreht haben, wir sind mehrfach drüber gefahren, schauen wir uns jetzt mal die Bilder vom Verschleiß beim Weichdrehen an, hier bei der Hartmetallplatte. Man sieht, man hat eigentlich kaum einen Verschleiß. Es ist alles noch da, die Spannleitstufen sind noch sauber da. Dementsprechend würde ich jetzt mal an der Stelle sagen, der Versuch ist geglückt. Aber wir haben ja noch Zermet. Dann schauen wir uns doch mal die Zermet-Platte an. An der Stelle blenden wir jetzt mal das Video ein und schauen uns an, wie die Zermet-Platte hier mit ihrer Spannkontrolle, mit ihrer Laufruhe eben einfach darüber fährt. Wir sehen auch hier eine vernünftige Spannentwicklung. Auch hier sehen wir, dass es eine einigermaßen vernünftige Oberfläche gibt und dass man grundsätzlich sagen kann, das sieht ganz okay aus, das Ergebnis. Wie okay das aussieht, das schauen wir uns jetzt mal unter dem Mikroskop an, nachdem wir ein paar Schnitte mit der Platte gemacht haben, und blenden das mal hier ein. Da sehen wir, dass die Platte eigentlich kaum einen Verschleiß hat. Also ähnlich wie beim Hartmetall. Im Detail müsste man das jetzt tatsächlich herausmessen. Aus der Erfahrung kann ich berichten, der Verschleiß ist geringer als bei der Vollhartmetallplatte, da Zermet eben einfach eine höhere Grundhärte hat. Wir sprechen beim Hartmetall von einer Härte von ca. 1300 HV05 bis 1900 HV05 und sprechen bei der Zermet-Platte von einer Härte zwischen 2500 HV05 und 3500 HV05. Bedeutet, wir haben auch die Zermet-Platte hier unbeschichtet eingesetzt, weil die Beschichtung auf unserer Hartmetallplatte, die Titan-Aluminium-Nitrit-Beschichtung, in etwa die gleiche Härte hat, wie das Zermet sowieso schon hat. Gut. Ich würde sagen, die Platte hat auch ganz gut funktioniert. War super, ja. Dann schauen wir uns doch mal an, was unser Gewinner beim Hartdrehen macht. Die CBN-Platte, die kubische Bornitrit-Platte. In diesem Fall unbeschichtet. Die setzen wir jetzt einfach mal ein. Und an der Stelle blenden wir euch mal das Video vom Überdrehen ein, was da Schönes passiert ist. Man sieht schon, die Späne, die sind irgendwie nicht so, wie man sie vielleicht gerne hätte. Man sieht auch, dass die Oberflächengüte sehr matt ist, liegt natürlich daran, dass wir bei einer CBN-Platte geometrisch doch sehr beschränkt sind. Wir haben einfach einen negativen Spannwinkel und drehen hier über ein weiches Teil drüber, was oberflächentechnisch nicht sonderlich förderlich ist.
Und an der Stelle schauen wir uns nach dem Überdrehen eben einfach mal an, was unter dem Mikroskop gesagt wird über die CBN-Platte. Das sieht nicht gut aus. Mm-mm. Das bedeutet, aus meiner Sicht ist die ganz klar der Verlierer beim Weichdrehen, oder? Das auf jeden Fall, würde ich auch behaupten. Wie seht ihr das? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein. Vielleicht auch noch ein paar Wünsche und Anregungen, mit, ja, was wir hier für euch vielleicht noch machen können in dem Bereich richtige Auswahl. Genau. So, liebe Leute, nun kommen wir schon zum Ende. Mal noch ein kurzes Fazit zu den Platten. Ich muss den Profi fragen, welche Platte wäre jetzt für dich am besten beim Hartdrehen? Also man muss ganz klar sagen, und das haben wir ja auch gesehen im Verlauf des Videos, die CBN-Platte macht da eindeutig die beste Figur. Klar, natürlich, wenn ich schnell mal irgendwas abdrehen, überdrehen möchte, kann ich sicherlich auch die Hartmetallplatte verwenden. Auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, Platten, die besser zum Hartdrehen geeignet sind im Hartmetallbereich oder Platten, die schlechter geeignet sind. Heißt für ganz kleine Stückzahlen, ich muss Stückzahl 1, 2, 3 oder irgendwas mal schnell plan drehen, hart, dann kann ich auch Hartmetall nehmen. Mhm. Generell würde ich aber tatsächlich dazu tendieren, wenn ich eine Hartbearbeitung habe oberhalb von 50 HRC, würde ich immer die CBN-Platte nehmen. Genau, ich denke, das macht an der Stelle auch am meisten Sinn. Alles klar, super. Muss man sich merken, wenn man ein bisschen neu in dem Gebiet ist. Und dann kommen wir noch zum Weichdrehen. Was ist da dein Favorit? Zum Weichdrehen, ich denke, die Zuschauer ahnen es schon, würde ich auf jeden Fall Hartmetall und Zermet empfehlen. Hier ist ein bisschen abhängig davon, was habe ich für eine Maschine, welche Stabilität habe ich, welche Stückzahlen möchte ich produzieren. Tatsächlich ist es wirklich so, dass die Zermet-Platte preislich knapp oberhalb von einer Hartmetallplatte liegt. Das macht mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr allzu viel aus. Die Hartmetallplatte beschichtet ist aber tatsächlich noch ein kleines bisschen günstiger. Bedeutet bei einigen Anwendungen, insbesondere wenn es dann ein bisschen dünnwandiger wird, ist die Hartmetallplatte aufgrund der Sortenvielfalt eher ein bisschen besser geeignet. Wir reden hier auch wieder eben von Kohlenstoffstahl, Baustahl, Automatenstahl. Wenn es aber, sage ich mal, normale Drehteile in Anführungsstrichen sind, wo ich eine vernünftige Zustellung fahren kann, würde ich tatsächlich auf eine Zermet-Platte wechseln, weil einfach die Standzeiten deutlich höher sind. Wir reden da zwischen 30% und 50% erhöhter Standzeit. Das macht sich dann schon bemerkbar, wenn tatsächlich der Preis nur im Cent-Bereich wirklich der Unterschied da ist zur Hartmetallplatte. Und das ist definitiv der Fall. Also würde ich tatsächlich bei kleinen vielleicht noch nicht, da würde ich eher die Hartmetallplatte nehmen, aber im mittleren und großen Stückzahlbereich auf jeden Fall auf Zermet gehen. Alles klar, super. Schönes Fazit. Und dann will ich dir auch recht herzlich danken. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Und wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es mal wieder rein in die Kommentare. Denn wir haben ja schon öfters Plattentests gemacht. Jetzt aber mal mit einem Fachmann. Und genau. Ihr kennt das Spiel, wenn es euch gefallen hat, natürlich Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Ja, danke fürs Zuschauen. Tschüss.